Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum bereits dritten GS1 Online-Talk. Wir haben letzte Woche insbesondere ein Augenmerk auf den Strassentransport geredet mit Markus Egger, ja auch von der Emil Egger Transport AG. Und heute widmen wir uns der Luftfrachtindustrie. Wir haben mit dem Zoom haben wir ja ein Format gewählt. Wir sind uns bewusst, dass nicht für alle dass ein glückliches Format ist. Darum zeichnen wir jeweils den Talk auch aufzeichnen und ist nachher entsprechend auch online verfügbar. Ihr werdet im Anschluss werdet ihr den Link bekommen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Link selbstverständlich auch weiterleiten. Ihr habt im Übrigen habt ihr die Möglichkeit, über den Button, der unten aufpoppt, das ist F&A oder Questions and Answers und so weiter. Wenn ihr dort drückt, dann kommt bei euch auf der rechten Seite, Bildschirmseite, könnt ihr online Fragen stellen. Ihr könnt euch vorstellen, eben bei über 70 Leuten, wir waren fast 100 Registrierte, werde ich vielleicht nicht auf alle Fragen direkt antworten oder beziehungsweise eingehen, aber ich versuche selbstverständlich das möglichst gut einzubeziehen. Wir sind in der achten Woche vom Shutdown, weltweite Corona-Pandemie, mittlerweile über 250.000 Tote, 3,5 Millionen Infizierungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen haben historische Ausmaß angenommen. Unter anderem ist der Personenflugverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen und das stellt natürlich eine riesige Herausforderung für die Luftfracht dar. Es freut mich deshalb insbesondere, ganz besonders, dass ich zwei Talkgäste heute begrüßen darf. Auf der einen Seite ist es der Peter Somalia. Der Peter Somalia, nimmst du mir es nicht übel, ich würde jetzt mal sagen, ein Urgestein der Luftfrachtbranche, ist seit 1969 in der Luftverkehrsbranche ursprünglich bei Swissair tätig gewesen, ist CEO von der Swiss Cargo gewesen, nach dem Swissair Grounding ein paar Jahre in Selbstständigkeit und hat dann 2004 die Leitung von der Cargologic AG übernommen. Das hat er bis 2015 gemacht. Pensionierung, aber nicht in den Ruhestand, sondern in den Unruhestand. Und er ist heute in der Leitung von der Air Cargo Switzerland, im Verband von den Beteiligten rund Cargo im Frachtbereich. Ganz herzlich willkommen, Peter Somalia. Jetzt mehr als danke für die Einführung und für die Blumen. Dann haben wir einen weiteren Talkgast, ist der Giancarlo Alessi. Auch er 1995 KV-Lehre gemacht bei der damaligen Danzas, Speditionskaufmann, verschiedene Weiterbildungen, Personalbereich, Change Management, Integration. Und der Giancarlo verfügt heute über 25 Jahre in der Luftfrachtbranche. Er war tätig auf verschiedenen Flughäfen in Europa und ist heute Leiter vom Departement Luftfracht und Mitglied von der Geschäftsleitung am Euro Airport Basel-Mülhausen. Giancarlo, ganz herzlich willkommen. Merci Thomas, hallo miteinander. So, wir steigen ein und zwar, ich glaube, es ist notwendig, dass wir zuerst der Luftfrachtbranche auch ein Gesicht geben können. Und darum vielleicht Peter an dich die erste Frage. Was ist die Luftfrachtbranche für eine Grössenordnung? Von was reden wir da, wenn wir jetzt das vielleicht auch in Kontext stellen mit dem restlichen Güterverkehr? Der Luftfrachtanteil an Tonnen ist weltweit von und nach der Schweiz unter 1%. Wenn man es nach Wert betrachtet, Luftfracht fliegt oder Luftfracht wird durchgesetzt, wenn es eine wertvolle oder eine werthaltige oder eine dringliche Sendung ist, dann reden wir über etwa 50% Anteil vom gesamten Export von der Schweiz weltweit in die Welt rausschickt. Wenn wir anschauen, dass ja Luftfracht eigentlich hauptsächlich nicht in Europa, sondern auf Interkontinentalstrecken benutzt wird, dann sind wir dort mit einem Anteil von 82% unangefochten Nummer 1 vor allen anderen Transportträgern. Wenn wir es weltweit anschauen, ist es so, dass etwa 35% wiederum vom Wert
vom gesamten Welthandel über Luftfracht transportiert wird und 65% gehören auf den LKW oder auf Hochseeschifffahrt. Mhm. Also ganz ein wichtiger Verkehrsträger. Und vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona oder in Zeiten von Krise, wir sehen, was passiert, wenn es keine Flüge mehr gibt. Es ist einfach nicht mehr möglich. Von Frankfurt auf Zürich, von Mailand auf Zürich, von London auf Zürich kann man mit dem LKW fahren. In der Nützlichkeit. Wenn man aber Masken muss aus China oder aus Hongkong importieren, dann gibt es einen Ausflugzeug. Mhm. Also was wir jetzt eigentlich sehen, ist so eine richtige Luftfrachtoperation, wo die Hilfsgüter und die notwendigen Güter nach Europa bringt. Mhm. Giancarlo, vielleicht dort die Anschlussfrage auch noch. Was für Güter sind denn das überhaupt, die ihr auch im Flughafen Basel-Mülhausen in Empfang nehmt? Was sind das für Gütergruppen? Ja, generell, was wir jetzt natürlich vermehrt sehen, ist alles im Bereich Schutzmaterial, ist im Prinzip auch im Bereich Medizinalprodukt. Das wird viel importiert, weiterhin importiert. Und was natürlich auch zugenommen hat, das vor allem auf der Express-Seite, ist der Bereich E-Commerce. Der hat natürlich auch speziell in den letzten Wochen national wie auch international zugenommen. Ja. Wir haben in der Schweiz ja drei Flughäfen, meint ihr, wo Cargo abgewickelt werden. Peter, wie unterscheiden sich die drei Flughäfen in Bezug auf Menge und allenfalls auch verschiedene Güter? Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Ich habe zwei Teilnehmer aus Genf, die gerne mit, dass wir Hochdeutsch reden würden, dass sie folgen. Können wir das machen? Können wir machen. Okay. Würdest du mir eine Frage noch was stellen? Hallo Saskia, danke für den Input. Guter Input, danke. Jo, also, gute Frage war grundsätzlich, wir haben drei Standorte, wo Luftfracht abgewickelt wird. Zürich, Basel und Genf. Wie unterscheiden sich die Standorte und was ist der Prozentanteil? Basel ist eigentlich hauptsächlich für Integrator und Frachter und Roadfeeder Services, das heißt Zu- und Abbringen auf der Straße. Zürich ist der größte Flughafen mit Luftfracht in der Schweiz mit einem Anteil von etwa 70%. Und Genf hat sich vor allem spezialisiert auf Nischen und das sind vor allem wertvolle, werthaltige Transporte, die von und nach Genf transportiert werden bei Luftfracht. Ja, dort noch eine Frage, vielleicht, dass man sich ja diesen Gütertransport im Flieger auch etwas vorstellen kann. Was sind dann die Anteile von reinen Frachtfliegern und allenfalls eben Güter, die normalerweise in Personenflugmaschinen transportiert werden? Wenn wir die Schweiz anschauen wiederum, dann sind etwa 70% der Luftfrachtsendungen werden in Passagiermaschinen, das heißt unten im Bauch, transportiert. Etwa 28% verlassen oder erreichen die Schweiz über die Straße, das heißt mit Zubringer und Abbringer zu einem größeren Gateway wie Frankfurt oder Amsterdam oder Luxemburg. Und etwa 2% verlassen oder erreichen die Schweiz mit reinen Frachterflugzeugen. Da gibt es ein, zwei Frequenzen in Zürich und gibt mehrere Frequenzen auch in Basel. Warum verlassen Güter die Schweiz per Straße und werden anschließend in den Flieger verladen. Warum nicht direkt aus der Schweiz? Wenn ein Exporteur eine Sendung nach Osaka in Japan schicken will, da fliegt niemand hin, direkt. Das heißt, er muss über Frankfurt transportieren. Oder wenn er nach Anchorage geht oder nach Luxemburg oder irgendwo hin. Also ein Grund ist sicher, es gibt keinen Direktflug. Der zweite Grund ist, es hat keine Kapazität oder der Vertrag zwischen Auftraggeber, Spediteur und Airline sieht vor, dass diese Sendungen über andere Gateways mit Frachterflugzeugen zum Beispiel transportiert werden. Es gibt auch Sendungen oder Warenarten, die nur auf Frachtflugzeugen transportiert werden dürfen. Und die müssen ja auch irgendwo aus der Schweiz ans nächste Gateway gefahren werden. Mhm. Giancarlo, der Peter hat erwähnt, Basel ist speziell
in dem Sinn, dass ihr ja auch insbesondere mit Express-Dienstleister, sprich auch DHL, TNT, operiert. Kannst du da etwas mehr ausführen? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, einerseits, wir haben zwei Standbeine. Ganz klar, auf der einen Seite haben wir die klassische Luftfracht, das General Cargo. Hier operieren wir natürlich mehrheitlich nur mit dem Frachter oder wie gesagt die RFS, der Roadfeeder Service, der Luftfrachtersatzverkehr, wie genannt. Die gehen ja auch an die verschiedenen Hubs, wie zum Beispiel nach Amsterdam, an die KLM, Air France nach Paris, weil im Europaverkehr sind ja keine großen Flieger in der Regel eingesetzt oder nur zum Teil. Und entsprechend sind da auch die Kapazitäten limitiert, wenn man jetzt zum Beispiel zwischen Basel und Paris oder Basel, Amsterdam fliegen muss. Auf der anderen Seite sind wir als Mini-Hub oder als Sub-Hub, als Gateway für die Expressisten hier auch aktiv. Das bedeutet, die Expressisten, die sind nicht nur für den Schweizer Raum zuständig oder für einen Großteil der Schweiz, sondern da wird auch der Bereich Ostfrankreich bis Colmar, Straßburg und Südbaden bis in die Region Freiburg über den Flughafen Basel-Mulhouse bedient. Also in dem Sinne auch eine wichtige Destination für die Expressisten, um dann eben auch diese Region abzudecken. Okay, so das war sozusagen die heile Welt vor Corona. Und jetzt, eben ich habe es erwähnt, praktischer Shutdown. Peter, kannst du kurz mal darstellen, wie drastisch eigentlich jetzt diese Auswirkungen im Flugverkehr, Personen vielleicht, aber dann auch bezogen auf Cargo tatsächlich sind? Letzte Woche hat Carsten Spohr, Konzernleiter von der Lufthansa-Gruppe, bekannt gegeben in seiner Ansprache, dass im Normalfall vor Corona hat die Lufthansa-Gruppe pro Tag ungefähr 350.000 Passagiere transportiert. Im Moment sind es noch knapp 3.000. Das heißt, unter 1%, oder wenn man es noch negativer ausdrücken will, ein Verlust von 99% im Geschäft. Und das geht dann wirklich ans Eingemachte. Wenn wir die Luftfracht Schweiz ansehen, wir transportieren über die Flughäfen Zürich, Basel und Genf pro Monat etwa 50.000 Tonnen. Davon ist etwa die Hälfte Schweizer Verkehr, das heißt Import-Export-Verkehr, und etwa die andere Hälfte ist Transitverkehr, Transferverkehr. Der Transferverkehr ist maßgeblich, ist natürlich maßgeblich für das Resultat und für den Erforderung der Swiss World Cargo. Wenn wir uns die Zahlen jetzt anschauen, dann hat Zürich ungefähr, also die Transfersendungen, die fallen oder fielen komplett weg, weil es gibt keine Transfers mehr. Vom Zürich Export und Import sind wir etwa 50% weniger. Das heißt, wenn ich das Ganze mit dem Transfer auch noch wegrechne, dann hat Zürich im Moment noch eine Auslastung von etwa 25% im Vergleich von der Periode vor Corona. In Genf, gemäß deren Angaben, ist der Verkehr Schweiz von nach Schweiz etwa um 60% eingebrochen. Und wenn wir den Transfer noch dazu nehmen, dann gibt das insgesamt etwa 70% weniger. Das heißt, die laufen etwa auf 30%. Eine große Ausnahme ist der Flughafen Basel. Die sind etwa bei plus minus null, gemessen oder verglichen mit dem Vorjahr. Und das heißt natürlich, wie Carlo schon gesagt hat, dass die Integrator, der Roadfeeder Service, aber auch die zusätzlichen Frachter, haben dafür gesorgt, dass der Verlust der Luftfrachttransporte vermieden werden konnte. Was wir sehen in Zürich zum Beispiel, wenn wir das Import-Export oder auch in Genf die minus 50-60% nehmen, das ist eigentlich nicht so viel, wie erwartet wurde. Es gibt doch einiges am Luftfrachtverkehr. Die Lufthansa nennt das die Operation von Prachtern, das heißt Passagierflugfrachter. Und mit diesen Flügen, vor allem Shanghai, Hongkong, kommt natürlich einiges an Hilfsmaterial und geht natürlich auch einiges an Pharma wieder nach Asien und sichert damit auch ein entsprechendes Aufkommen an den Flughäfen.
Okay. Aber insgesamt sind es etwa 3/4 weniger, 65 bis 75% weniger als vor Corona. Und das ist schon einschneidend. Interessant ist ja eben diese lokalen sozusagen Unterschiede. Giancarlo, plus minus null oder so, ist das tatsächlich und warum ist das so? Ja, es sind vielleicht zwei Hauptgründe. Einerseits sind wir als Flughafen Basel eher bekannt ja für ein europäisches Streckennetz. Das heißt, wir haben so gut wie keine Bellyflieger, also die großen Flieger, sondern wir operieren mehrheitlich im Bereich 737 oder A320, A321. Das heißt, da sind die Frachtkapazitäten limitiert. Entsprechend konnte da auch nicht sehr viel wegfallen. Auf der anderen Seite, und das ist auch, sage ich jetzt mal, unser Vorteil oder das Glück, das wir haben. Wir sind natürlich sehr auf die Pharma spezialisiert und rund um uns ist natürlich die Pharma. Und grundsätzlich ist es ja so, ein Flughafen selber generiert ja kein Business, sondern erlebt von all dem, was um den Flughafen passiert und was um den Flughafen generiert wird. Und entsprechend eben sind wir da auch ein bisschen im Vorteil, dass wir halt auch sehr stark über die Fahrmaschine gehen und im Moment natürlich Pharma sehr krisenresistent. Im Gegenteil, da bewegt sich auch noch einiges mehr. Sehr interessant. Jetzt, Peter, du hast erwähnt, wie einschneidend diese Auswirkungen tatsächlich sind. Wir wissen, es gibt einen nationalen Pandemieplan, der gewisse Maßnahmen auch vorgesehen hat. Gibt es im Bereich Flugfracht, ich sage mal auch durch die Cargo-Logic, gibt es dort entsprechende Pläne? Und ja, für dieses Ausmaß, wie es jetzt tatsächlich gekommen ist, war man da vorbereitet? Es gibt Pläne bei den angesprochenen Firmen. Ich erinnere mich selbst daran, wir haben eine Pandemie, wir haben ein Risikoassessment gemacht, haben das auch aufgeschrieben. Aber wenn ich ehrlich bin, eine solche Situation hat sich niemand vorstellen können oder wollte sich vielleicht niemand vorstellen vorher. Was aber ganz konkret gemacht wurde und auch geplant war vorher schon, das ist eigentlich ein Effekt der SARS-Krise damals, ist, dass man sich ganz klar auf getrennte Arbeitsteams konzentriert hat, damit das eine Team innerhalb dieses Teams sich möglichst nicht ansteckt, aber das eine Team das andere nicht ansteckt und vor allem auch um eine Verbreitung der Ansteckungsgefahr natürlich zu reduzieren. Eine zweite Maßnahme ist Homeoffice. Das ist bei einem Warenumschlag in einem Cargologic oder bei Swissport oder Danata ist das nicht gut möglich. Aber wenn ich sehe, dass die Volumina natürlich um 75% eingebrochen sind, dann braucht es auch nicht mehr so viele Leute. Das heißt, man plant und arbeitet viel eher mit vielleicht ein bisschen mehr Personal, damit man die Distanz einhalten kann, als vorher der Fall war. Der Zeitdruck ist natürlich auch nicht mehr ganz so groß, wie er vorher war. Aber ich denke, die Firmen waren recht gut vorbereitet und haben sehr schnell gehandelt und entsprechend auch Maßnahmen eingeleitet. Was jetzt kommt, ist das Schwierige, da wieder aus diesem Loch wieder rauszukommen. Ja, ist klar. Für mich stellt sich eine Frage, oder? Du hast erwähnt, 70% der Luftfracht wird grundsätzlich in Passagierflügen untergebracht. Die Passagierflüge, du hast vorhin erwähnt, das ist ein ganz massivster Einbruch. Das bedeutet ja einfach auch, dass viel weniger Tonnagen jetzt über die Luft auch entsprechend transportiert werden könnten überhaupt. Heißt das jetzt, dass diese Güter entweder gar nicht mehr in die Schweiz geliefert werden oder über andere Verkehrsträger kommen? Ich denke, es ist alles eigentlich möglich. Das eine ist sicher die Seefracht, ein traditionell starker Konkurrent der Luftfracht, einfach ein bisschen länger. Eine Seefrachtsendung von Asien hat etwa zwischen 40 und 50 Tage, bis sie an der Destination in Europa ist. Die Luftfracht ist in einer Woche eigentlich am Ziel. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch durch die Stilllegung von Fabriken, Produktionsstätten die Produktion zurückgeht.
gefahren wurde. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so viel Fracht und so viel Nachfrage. Aber was ganz wichtig ist, ist vielleicht auch noch, und das kommt hier in diesem Rahmen sicherlich auch zum Zug, das sind das chinesische Projekt One Belt, One Road mit den Eisenbahnzügen von China nach zum Beispiel Duisburg, nach Deutschland. Da gibt es schon eine Menge dieser Züge und die bewegen sich noch meiner Meinung nach noch in einer Zeitspanne mit einer Transportzeit von 15 bis 20 Tagen, die sich zwischen Luft und See bewegt und da durchaus natürlich konkurrenzfähig wird und ich denke auch für die Luftfahrt ganz allgemein in Zukunft ein ganz wichtiger Konkurrent sein wird. Also könnte es eine Markt, wir kommen darauf zu sprechen, ob es da eine Marktverschiebung allenfalls auch gibt. Du hast vorhin die Frachtern erwähnt, also sprich grundsätzlich Personalflugzeuge, die jetzt so weit umgebaut werden. Ich stelle mir vor, Sitzreihen raus und so weiter, damit man im Passagierraum ebenfalls Fracht transportieren kann. Wie wirtschaftlich sind solche Flüge überhaupt? Wenn die Nachfrage und die Auslastung entsprechend hoch ist, dann kann man diese Flüge rentabel und profitabel operieren. Und gemäß den Informationen, die ich von SwissWorldCargo erhalten habe, sind die auch profitabel, sind sie so gestaltet, dass sie profitabel fliegen können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ja nicht nur eine Strecke, das heißt der Import ex-China in die Schweiz ausgelastet ist, sondern das Flugzeug muss auch nach China ausgelastet sein. Wenn ich auf beiden Seiten oder auf beiden Strecken vielleicht so, sage ich jetzt mal, 40, 45 Tonnen auf einer 777 oder A340 ein bisschen weniger habe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das profitabel ist. Aber natürlich nicht zu Dumpingpreisen und nicht zu Tiefspreisen, wie das vielleicht vorher erfahren war. Also eine Preis, eine Auswirkung auf die Preise, das ist ganz klar auch sichtbar. Ist das das, was du auch betrachtest? Davon würde ich ausgehen, weil wie in jedem Markt, dort wo die Nachfrage über das Angebot hinausgeht, und zwar massiv hinausgeht, dann hat das Auswirkungen auf den Preis. Und ich höre von kleineren, mittleren, größeren Spediteuren zum Beispiel, dass es ganz, ganz, ganz schwierig ist, Platz auf Flugzeugen in den Fernen Osten, aber auch nach USA zu erhalten. Okay, ja, spannend. San Carlo, auf der einen Seite hat man gesagt, gut, die Auswirkungen, ich sag mal rein finanzieller Natur oder die vom Güterverkehrsaufkommen, waren nicht so stark. Aber ich denke, der Coronavirus ist natürlich bei euch genau gleich angekommen. Es braucht wahrscheinlich ganz spezifische Maßnahmen. Wie habt ihr das erlebt und umgesetzt? Ja klar, natürlich ist es paradox auf der einen Seite, auch für mich als Mitglied der Geschäftsleitung vom Flughafen sieht man auf der einen Seite, wie die Aktivität im Passagierbereich quasi auf null runtergegangen ist und auf der anderen Seite hat man eben noch die Aktivitäten im Frachtbereich, wo sich eigentlich gar nichts verändert hat im Vergleich zu Beginn der Krise und das ist schon ein bisschen seltsam. Wir haben da natürlich auch, wir befolgen vor allem die Angaben, wir sind ein binationales Unternehmen, das heißt einerseits die französischen wie auch die schweizerischen Richtlinien, wir halten uns da natürlich sehr dran, evaluieren aber auch intern. Wir haben einen Pandemieplan gehabt oder haben den, der sieht auch vor, unter anderem, was ist die Minimalbesetzung, die wir brauchen, um einen Flughafen da noch aktiv zu behalten, weil wie gesagt, der Flughafen war nie zu und wird auch nie zugehen. Wir hatten ja nicht nur Frachtflüge, sondern wir hatten auch Flüge im Sanitäts- und im Rettungsbereich mit Patienten, Covid-Patienten. Entsprechend müssen wir da immer vorbereitet sein, dass wir da entsprechend unsere Leute immer vor Ort, ein Minimum an Leuten vor Ort haben. Heute ist das sicherlich auch so, dass wir eine Mehrzahl von den Personen, die aktiv sind, von zu Hause arbeiten, die können auf jeden Fall. Und speziell im Frachtbereich haben wir danach zugesehen, dass die Leute, die eng miteinander zusammenarbeiten müssen, Maskenpflicht, dass man genug Möglichkeiten hat, sich die Hände zu waschen, Desinfizierungsmittel. Aber auch wir haben zusätzliche
Büro- und Ruheräume zur Verfügung gestellt, damit auch die Leute, die dann die Pausen machen müssen, entsprechend nicht in engen oder aufeinander sitzen, sondern dass man die entsprechend auch verteilen kann. Mhm. Und der Rest, wie gesagt, da hat auch der Peter schon entsprechend Maßnahmen erwähnt, die auch bei uns entsprechend umgesetzt werden, die Teams, die entsprechend eingeteilt werden, etc. Ihr befindet euch ja mit dem Flughafen im Dreiländereck. Welche Gesetzgebung gilt für euch? Ist relativ einfach. Wir sind auf französischem Boden. Das heißt, primär gilt das französische Recht. Okay, gut. Ich habe bereits ein paar Fragen auch schon jetzt eingekriegt. Peter, Pax-Flieger im Einsatz als CAO, können die Gefahren gut mitnehmen und wie ein regulärer CAO? Ich weiß nicht mal, was CAO heißt. Vielleicht kannst du das noch ausdeutschen. Cargo Aircraft Only. Okay. Das sind zum Beispiel die Lithium-Batterien als bekanntestes Beispiel. Aber die Frage ist ja, ob es auf Passagierflügen auch, also auf diesen Prachtern oder auf diesen Passagierfrachtflügen mitgenommen werden kann. Das kommt auf die Lizenzierung an. Ich weiß nicht, was die Swiss beim Watzl als Lizenzierung beantragt hat. Wenn ja, kann man das, wenn nein, kann man es nicht. Okay, klar. Dann auch eine Frage. Die Preise für Luftfracht sind ja aktuell viel höher. Angebot ist aber im Gegensatz größer. Ist das wie ein Widerspruch? Das Angebot heute ist wesentlich tiefer, als es im Normalfall ist. Weil im Normalfall sind bewegt die Passagierflotte etwa 50%, etwa 70%. Ja, weltweit. Global 50, ja. Das Angebot ist zwar viel kleiner, aber wahrscheinlich eben auch entsprechend die Kapazitäten. Ne? Das Angebot ist wesentlich kleiner als vorher. Ja, klar. Das ist klar, weil die ganzen Passagiermaschinen fehlen. Das heißt, 50% der Flotten oder der Kapazität ist eigentlich weg. Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch in die Zukunft, weil grundsätzlich gerade heute oder gestern im Parlament besprochen, ich denke, die 1,6 Milliarden für die Unterstützung der Swiss und Edelweiss, das zeichnet sich ab. Noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich auch gegeben, wird es etwa, oder ich glaube 1,25 bei Swiss und Edelweiss und etwas 0,6 bei diesen flugnahen Betrieben. Dort spricht man von Swissport, man spricht von Gate Group oder auch SR Technics. Peter, kann ein Flughafen überhaupt betrieben werden, wenn diese Firmen anfangs nicht vorhanden wären? Nein, kann nicht. Also der Flughafen kann nur betrieben werden, aber es gibt keine Flüge. Weil Fliegen ist nur ein Teil des Transportes. Fliegen von A nach B, das macht die Airline. Aber in unserem klassischen Luftfracht- aber auch Passagiertransportmodell gibt es eine geteilte Verantwortung. Das heißt, es gibt Zulieferer, es gibt Abnehmer, es gibt Umschlagsspezialisten, es gibt Technikspezialisten. Das Flugzeug muss betankt werden, das heißt, es braucht auch Tankfirmen, die das Kerosin zum Flugzeug bringen. Luftfahrt und Luftfracht damit funktioniert nur, wenn es als Gesamtsystem betrachtet wird. Und wenn ein Rädchen in diesem Gesamtsystem nicht funktioniert oder fehlt, weil fehlen kann es nicht und darf es nicht, aber wenn es nicht funktioniert, hat es unmittelbar Auswirkungen auf die Qualität, auf die Zuverlässigkeit, auf die Schnelligkeit. Und deswegen muss das wie ein Räderwerk eins mit dem anderen kombiniert werden, damit das Ganze funktioniert. Es ist nicht vorstellbar, Luftfahrt zu betreiben nur mit Airlines. Das geht nicht. Also es wird früher oder später werden diese Kredite auch gesprochen werden müssen, sonst ist ein Betrieb gar nicht erst möglich. Das hoffe ich sehr. Jetzt spricht ja niemand von CargoLogic, sprich grundsätzlich die Unternehmung, die eben für die ganze Güterverkehrsabwicklung zuständig ist. Peter, braucht denn CargoLogic gar keine Unterstützung oder ist das einfach auf sich gestellt?
Ja, wenn wir die Berichterstattung in der Presse jeweils lesen, dann konzentriert man sich hauptsächlich auf die besser verständlichen Passagiertransportsegmente. Und man spricht von Swissport, die sieht man ja auch am Flughafen. Man spricht von der Gate Group, die bringen die Essen an Bord. Oder man spricht von der Nuance mit der Tax-Free und so weiter. Aber man spricht relativ selten über die Luftfracht. Aber CargoLogic, wie auch die Donata, oder auch die Swissport in Genf, die Luftfrachtabfertigung macht, die sind natürlich ganz genauso hart betroffen von diesen ganzen Maßnahmen und brauchen entsprechende Unterstützung. Absolut klar. Mhm. Giancarlo, wie viele Angestellte habt ihr in Basel, um den ganzen Verkehr abzuwickeln? Ich meine jetzt im Frachtbereich. Gut, wir unterscheiden zwischen reinem Flughafen sind wir insgesamt 400 Mitarbeiter. Auf der Plattform haben wir knapp 6.500 Mitarbeiter, die in allen Bereichen aktiv sind. Im Frachtbereich als Flughafen, wir machen ja kein Daily Business, sondern das machen unsere Partner, unsere Kunden. Das heißt, von Flughafenseite sind wir da 8 Leute, die sich um das Business kümmern. Da sind wir alle im Prinzip da und aktiv, auch vom Homeoffice. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich wichtiger und das ist eigentlich die interessantere Zahl, sind es etwa knapp 1.000 Personen, die für den Frachtbereich in Basel arbeiten. Und das mehr oder weniger hälftig zwischen die Expressfracht und das General Cargo aufgeteilt. Und dort, wie gesagt, keine Kurzarbeit. Ihr arbeitet grundsätzlich natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen, aber ihr habt die Last, hä? Also es ist größtenteils arbeitet man normal, im Lagerbereich arbeitet man normal. Es gibt vereinzelt Firmen, die sicherlich auch Kurzarbeit angemeldet haben. Wie gesagt, es hängt immer darauf an, wer sind die Kunden, welche Kunden hat man im Portfolio. Und nicht alle Spediteure zum Beispiel haben natürlich nur Pharmaverkehre, andere mehr, andere weniger. Entsprechend ist das immer verschieden. Aber man kann eigentlich grundsätzlich sagen, dass es wenig Kurzarbeit gibt im Bereich Fracht. Okay, gut. Ich denke, das dürfte wahrscheinlich in Zürich etwas anders aussehen. Hast du da Zahlen, Peter? Die neben CargoLogic ist der größte Luftfrachtabfertiger und die CargoLogic beschäftigt etwa 750 Personen in der Luftfrachtabfertigung und die sind alle in Kurzarbeit. Ja. So wie ich gehört habe. Okay. Wie viel Prozent, das weiß ich nicht. Ja, ich habe eine interessante Frage. Natürlich, wie können so kleine Fluggesellschaften wie EasyJet, wo die Flüge eben wirklich billig sind, überleben? Vielleicht, Giancarlo, ihr habt ja EasyJet in Basel. Fliegt dort viel Fracht mit EasyJet? Weil das dürfte ja maßgebend sein. Nein, EasyJet hat in ihrem Betriebsmodell überhaupt keine Fracht dabei. Und ja, auf der anderen Seite kann man sagen, ist eigentlich nicht so ein kleiner Carrier verglichen mit anderen. Aber der Unterschied eigentlich zwischen den klassischen Fluggesellschaften und diese sogenannten Low-Cost-Carrier, weil man muss immer unterscheiden, wir reden nicht von Low-Quality oder sondern es ist Low-Cost. Das bedeutet eigentlich, dass die haben straffe Strukturen, die sind sehr gut aufgestellt, flache Hierarchien. Entsprechend und eine gute Kostenkontrolle im Allgemeinen, sind auf Point-to-Point, also auf Europa spezialisiert. Da hat man nicht ein größeres Netzwerk mit Interkontinentalflüge. Ist also ein anderes Konstrukt und entsprechend, klar, schenkt jetzt bei jeder Airline ein, aber entsprechend müssen alle ihre Hausaufgaben machen. Aber ich denke nicht, dass eine EasyJet da anders aufgestellt ist oder andere Kriterien ausgesetzt ist, wie eine klassische Airline, wie die Swiss, die Lufthansa-Gruppe im Allgemeinen oder andere Fluggesellschaften. Mhm. Die Frage ist immer die Liquidität in einer solchen Situation. Und ich habe mal ein paar Zahlen auch irgendwie gehört, wiederum vom Lufthansa-Konzern, dass sie 1 Million verlieren, und zwar pro Stunde. Das sind gigantische Zahlen. Jetzt, Peter, wie lange kann eine Airline so etwas überhaupt durchhalten? Also wie lange darf dieser Shutdown noch dauern, dass das nicht wirklich gut bleiben? Ich gehe davon aus, bleibende Schäden wird es geben.
Aber wie kann man sowas überleben? Ja, das kommt auf die Reservenrückstellungen der entsprechenden einzelnen Firmen an. Wie lange das dauert bei den einzelnen Firmen. Ich glaube, da war letzte Woche in der Presse war eine Aufstellung und irgendwo habe ich in Erinnerung, dass eine EasyJet, glaube ich, sogar über 100 Tage Reserve hat und andere 30 Tage. Und wenn das wirklich noch 2, 3, 4 Monate weitergeht, dann gibt es wirklich dann noch größere Schwierigkeiten. Also wenn man nicht hochfahren kann in der nächsten Zeit, gezielt und auch entsprechend geplant, dann dürfte das noch weitere Konsequenzen haben. Mhm. Kommen noch etwas auf die Zukunft, vielleicht noch Giancarlo auch, du hast ja erwähnt, dass insbesondere vielleicht auch im Online-Handel, insbesondere mit diesen Express, in Verbindung mit den Express-Dienstleistern, da tatsächlich für euch auch die Zukunft doch relativ gut aussieht. Erwartest du dort eher eine Zunahme in diesen Segmenten? Ich denke, es wird kontinuierlich so bleiben. Ich sehe dem generell allgemein jetzt positiv gegenüber, dadurch, dass wenn jetzt die Fallzahlen, die wir so sehen und die Situation weiterhin stabil bleibt und wir die Lockerungen weiter oder die Maßnahmen entsprechend ändern können und mehr Lockerungen einbringen, dass sich der Markt öffnet, dass dann auch mehr Produktion stattfindet, dass dann auch wieder mehr Handel stattfindet und auch mehr Konsum stattfindet. Und entsprechend sollten wir dann auch wieder mehr Fracht sehen. Aber natürlich, es wird abhängig sein von vielen externen Faktoren. Wie verhalten sich die verschiedenen Staaten? Wie gehen sie mit den Lockerungen um? Wie kriegen wir dann auch wieder Vertrauen in die Bevölkerung? Einerseits, was das Reiseverhalten anbelangt, aber dann auch in den Unternehmen, auch die Sicherheiten und wieder das Vertrauen zum Investieren. Das werden wir, denke ich, erst in den kommenden paar Monaten sehen können. Im Moment wäre es wirklich zu verfrüht, irgendwelche Aussagen machen zu wollen oder zu können. Ich denke, das ist jetzt unmöglich. Aber ich bleibe relativ positiv. Peter, du hast vorhin erwähnt, es gibt da verschiedene Ansätze, jetzt eben auch aus Asien via Schiene, dann Güter vermehrt auch nach Europa zu bringen. Wie siehst du die Konkurrenzsituation? Könnte das auch, ich sag mal, verursacht jetzt durch die Corona-Krise, wo man allenfalls gar nicht anders kann oder wo die Schiene einfach rein wirtschaftlich so viel besser dasteht als jetzt die Luftfracht, kann es da zu Verschiebungen kommen, die allenfalls auch nicht rückgängigbar sind? Ich denke, diese Corona-Geschichte hat einiges bewirkt. Wir werden das in Zukunft sehen. Zum Beispiel so Webinare oder Konferenzen, wie wir das jetzt ganz konkret in Praxis durchführen. Die Leute haben sich daran gewöhnt. In der Vergangenheit vor Corona war das für viele noch ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Es war eine unbekannte Größe. Man weiß nicht genau wie. Man fühlt sich ein bisschen unsicher. Aber das wird sich meiner Meinung nach auf das Passagierverhalten, auf das Flugverhalten von verschiedenen Leuten auswirken. Das nicht mehr geflogen wird, das glaube ich nicht. Aber dass vielleicht gezielter, geplanter geflogen wird, das glaube ich ja. Und es verhält sich ein bisschen gleich jetzt auch mit der Luftfracht. Es müssten Alternativen gefunden werden und die Alternativen sind entweder Seefracht oder sind Bahnfracht. Und wenn die mal eingespielt sind und wenn die mal funktionieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, entspricht den Anforderungen des Kunden, dann ist die Gefahr da, dass dieser Wechsel oder diese neue Konkurrenz nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Mhm. Donald Trump hat ja letzte Woche erklärt, wir werden schnell wieder zur Normalität zurückkehren und alles wird wie früher sein. Giancarlo, bist du da gleicher Meinung? Grundsätzlich nicht, aber nein, ich denke, es wird Veränderungen geben in allen Bereichen des Lebens, schon allein im sozialen Bereich. Wie sehr werden wir uns wieder annähern? Peter hat es angedeutet, es gibt ja verschiedene Verkehre. Zu einem gibt es Ferienverkehr, der wird in diesem Sommer relativ oder in diesem Jahr relativ klein ausfallen.
großer Wahrscheinlichkeit. Es gibt Businessverkehr, da eben wie erwähnt, gibt es vielleicht für den einen oder anderen auch Lösungen jetzt im technischen Bereich. Es gibt aber auch einen hohen Verkehrsanteil für Familienbesuche, ethnischen Verkehr. Das wird, denke ich, relativ schnell wieder angehen. Die Leute wollen sich wieder treffen, wollen sich wieder sehen. Und von dem her ja, werden wir sicherlich auch hier in den nächsten Monaten Veränderungen sehen, wie wir arbeiten werden, aber auch für uns Firmen. Wie gehen wir mit dem Thema Homeoffice um? Wie setzen wir allgemein die Technologien um? Ich habe von Firmen gehört, die haben in den letzten Monaten gehadert, um gewisse Projekte umzusetzen. Und durch die Corona-Krise, weil es gibt auch immer wieder Positives von allem, da muss man auch versuchen, das Positive abzugewinnen, hat man jetzt innerhalb von 2-3 Wochen die Lösung gefunden und umgesetzt. Entsprechend, ja, es wird auf jeden Fall Veränderungen geben in Bezug auf wie wir leben, wie wir Logistik betreiben, und bin gespannt zu sehen, was wir da an Positiven mitnehmen können. Mhm. Gut, Peter, du hast ja aufgezeigt, wie drastisch diese Auswirkungen jetzt auf den Luftfracht generell, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit waren. Du hast auch gesagt, ja gut, es ist alles eine Frage der Zeit. Und ich denke auch, dass die Zeit wahrscheinlich so schnell geht, das nicht zurück. Kommt es da zu einer größeren Strukturbereinigung, dass einfach viele das nicht überleben werden? Ich spreche jetzt insbesondere im Air-Cargo-Bereich. Ich denke eigentlich nicht. Also wenn es eine ganz kleine Firma ist, dann und gesund und gut geführt, mit guten Geschäften, guten Kunden, dann müssen sie in guten Zeiten Reserve oder Kapital zurückgelegt haben, damit sie die paar Monate, die das hoffentlich dauert, auch überstehen können. Und von den größeren gehe ich dann mal davon aus, dort wo sie systemrelevant sind, wie die Airlines zum Beispiel, Lufthansa oder Swiss oder Air France, KLM, dort werden sie unterstützt. Und auch die Flughafenbetriebe sind systemrelevant, das heißt, sie werden oder müssen auch unterstützt werden. Vielleicht sehen wir eine Bereinigung. Ich bin mir eigentlich nicht sicher. Nein, ich denke eher nicht. Ja, gut, dann vielleicht zum Abschluss noch, Peter. Die politischen Maßnahmen, die jetzt gesprochen wurden, reichen die aus oder würdest du dir andere Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen wünschen? Wichtig ist vor allem, dass das Parlament als Ganzes eigentlich die Luftfahrt als Paket oder als System anerkennt und nicht den einen ja, die anderen nein. Wir haben das in anderen Beispielen gesehen. Das wäre sehr schwierig. Weitere Maßnahmen sehe ich eigentlich nicht. Es gibt, also ja, die direkte Luftfracht beeinflussen. Was gemacht werden muss und was ganz wichtig ist, es sollte an und für sich so schnell wie möglich, wenn immer vertretbar, wieder zurück zum Normalbetrieb, was immer Normalbetrieb dann bedeutet, gekommen werden. Und es braucht Unterstützung für die Industrie in irgendwelcher Form. Weil Luftfracht per se ist ja kein Selbstzweck. Die Luftfracht fliegt ja nicht zum Vergnügen. Ein Passagier, wenn er in die Ferien nach Griechenland fliegt, dann fliegt er für sich. Die Luftfracht folgt einem Bedürfnis. Es hat irgendwo jemand etwas gekauft und es muss hingeliefert werden. Das heißt, der Treiber für alle Transportarten, für die Luftfracht, so auch wie für die Seefracht, ist der Konsument. Und wir müssen so schnell wie möglich wieder dorthin kommen, dass konsumiert wird. Denn wenn konsumiert wird, dann wird auch transportiert. Und diese Gleichung, die muss man sich vor Augen halten. Sehr gut. Ich denke, ich schaue auf die Zeit. Es ist unglaublich, wie schnell das vergeht. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen beiden, dass Sie sich zu diesem Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den über 80 Teilnehmern, die wir jetzt da in diesem Talk drin gehabt haben. Eine ganz tolle Sache. Schlussendlich, ich würde meinen, es ist eben so, wie du auch gesagt hast, Peter, wichtig, dass man sich der Bedeutung der Luftfracht halt eben auch bewusst ist. Man sieht sicher die Container über die Schiene oder die LKWs über die Straße,
Und man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, dass eben in diesen Passagierflugzeugen halt eben die Luftfracht größtenteils auch stattfinden. Also ich hoffe, dass wir da etwas zu diesem Verständnis auch beitragen konnten. Möchte mich bedanken und gleichwohl aufmerksam machen, dass wir nächsten Dienstag, am 12. Mai, haben wir die Dagmar Jenny bei uns, Geschäftsführerin der Swiss Retail Federation. Und ich werde mit ihr darüber sprechen, wie sich die Corona-Krise auf den Detailhandel auswirkt. So, ich danke Ihnen bestens und wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Merci. Danke an alle. Danke. Auf Wiedersehen.